Weil die Sendezeit mal wieder zu knapp wird, jetzt noch einige Kurzbeiträge. Dabei geht es um den Tunnel am Hauptbahnhof, die Anti-Atom-Demos, ein Buch über die Ulrichskirche und um die Budenberg-Villa. Im City-Carré trafen sich kurz vor der Landtagswahl Befürworter und Gegner des geplanten Tunnels unter den Bahnhofsbrücken zu einem Forum. Nachdem Olaf Schogalla seine Argumente für das Bauwerk an die Zuhörer gebracht hatte, legte Jürgen Kanel die seinigen gegen das Projekt dar. Am Beifall konnte man unschwer erkennen, dass die Gegner des Tunnels unter den Zuhörern die große Mehrzahl stellten. Dem Rechnung tragend votierte auch Kugelblitz Lars Johansen in satirischen Worten dagegen. Auch die 5 Direktkandidaten für den Landtag konnten daran an diesem Abend nichts ändern. Seit dem 14. März versammeln sich auch in Magdeburg regelmäßig die Menschen zu Gedenkminuten und Demonstrationen gegen die Atompolitik der Bundesregierung und im Gedenken an die Opfer der Atomkatastrophe in Japan. Beim ersten Mal waren es rund 200 Teilnehmer. Natürlich wurde die erste Demo auch gleich noch für den Wahlkampf genutzt. Auch die Montagsdemo, die es immer noch regelmäßig gibt, wenn auch nur mit einer Handvoll Teilnehmern, wollte die Veranstaltung für sich nutzen. Allerdings drehte man ihr kurzerhand das Mikro ab. 4 Tage vor dem alles entscheidenden Bürgerentscheid präsentierten Oberkirchenrat Christian Frühwald und Kuratoriumsvorsitzender Tobias Köppe ein repräsentatives Buch über die Magdeburger Ulrichskirche. Der Band erschien in einer Auflage von 1500 Exemplaren und ist für 24,95 € in der Buchhandlung Fritz Wahle im Breiten Weg erhältlich, aber auch in jeder anderen Buchhandlung bestellbar. Kirchenhistoriker Hans Seehase und der Literaturwissenschaftler Guido Heinrich begleiteten das Projekt wissenschaftlich. Gefördert wurde es durch die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland. Das Buch hat 208 Seiten und zeigt viele bislang unveröffentlichte Aufnahmen unseres Herrgotts Kanzlei. Im Dezember des vergangenen Jahres präsentierte sich die Villa Budenberg noch in halbwegs brauchbarem Zustand. 1858, erstmals in den Bauakten erwähnt, wurde sie in der Nacht zum 18. März durch Brandstiftung ein Raub der Flammen. Die Villa ist leider nicht das erste Denkmal in Magdeburg, das in den letzten Monaten auf diese infame Weise beseitigt wurde. Erinnert sei an das Kahlenbergstift, die Villa der Schokoladenfabrik, die Mäuseburg an der Elbe und die alte Hafenmühle. Gefasst wurde bisher nicht einer der Täter. Stadtrat Klaus Kutschmann übte scharfe Kritik an der Denkmalschutzbehörde. Die wenigen Baudenkmäler, die Krieg und Zerstörung überstanden haben, zu schützen, wäre Aufgabe der Behörden gewesen. Sehenden Auges werde mit zum Teil fadenscheinigen Argumenten der Zerfall historischer Bausubstanz hingenommen und verwaltet, so Kutschmann in einer Pressemitteilung seiner Fraktion. Die Budenberg-Villa ist nun nicht mehr zu retten, wie unsere Bilder zeigen.